die Schöpfungsgeschichte. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte aber über dem Wasser, schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und es wurde hell. Gott sah, dass es gut war, trennte das Licht in der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag war vergangen. Und Gott befahl, im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen voneinander trennt. So geschah es. Er machte ein Gewölbe und trennte damit das Wasser von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nannte er Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der zweite Tag war vergangen. Auf der Erde sollen zusammenfließen, damit das Land zum Vorschein kommt. So geschah es. Gott nannte das trockene Land Erde und das Wasser Meer. Was er sah, gefiel ihm, denn es war gut. Und Gott sprach, auf der Erde soll es grünen und blühen. Alle Arten von Pflanzen und Samen und Früchte tragen. So geschah es. Erde brachte Pflanzen, Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Und Gott sah es und freute sich. Denn es war gut. Es wurde Abend und Morgen. Der dritte Tag war vergangen. Gott. Am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Sie sollen die Erde erhellen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht. Dazu alle Sterne. Er setzte sie an den Himmel, um die Erde zu erhellen. Tag und Nacht zu bestimmen, Licht und Finsternis zu unterscheiden. Gott sah es und freute sich, denn es war gut. Wieder wurde es Abend und Morgen. Der vierte Tag war vergangen. Dann sprach Gott, Wasser soll es von ihm nehmen und Vögel sollen abnehmen. Er schuf die großen Tiere und alle anderen Wasser zu den Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Und sagte, dass er euch die Erde und auch das Vögel verkehrt soll. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtieren.
am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach: Vermehrt euch und bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Ihr dürft die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen. Den Vögeln und den Landtieren gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der sechste Tag war vergangen. So waren nun Himmel und Erde erschaffen und nichts fehlte mehr. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Darum segnete er den siebten Tag und sagte: Dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag. Er gehört mir. So entstanden Himmel und Erde. So wurden sie geschaffen.